Hallo zusammen. Heute seht ihr das Chaos pur. Bei Selma ist sehr oft Chaos, aber ich muss zugeben, nicht ganz so schlimm. So wie es jetzt hier heute aussieht, ist es meistens nicht. Ich will nicht sagen nie, aber meistens. Heute spreche ich von einem Ordnungssystem, was wir in den letzten Monaten entwickelt haben. Vor allem zwischen Dezember und Januar haben wir uns ganz massiv und haben uns um eine ganz neue Produktlinie gekümmert. Und die handelt hier um Stempelkissen. Und zwar Stempelkissen von Stampin' Up, so wie sie heute aktuell verkauft werden. Stampin' Up Stempelkissen, wie sie früher verkauft worden sind und noch heute sehr oft benutzt werden. Dann die Stayson Stempelkissen, dann Distress Oxide Stempelkissen. Also all das, was Stempler und Stemplerinnen, sagt man das so, Bastler und Bastlerinnen heute so benutzen. Völlig ohne Wertung, ich gehe nicht darauf ein, ob das ein oder andere Stempelkissen besser ist oder nicht, sondern meine Aufgabe hier ist, eine Ordnung in dieses Chaos zu schaffen. So, und damit fangen wir jetzt mal an. So, jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt und jetzt gehen wir in die Details. Ich möchte gerne anfangen mit diesen normalen Stampin' Up Stempelkissen, mit denen die allermeisten von euch wahrscheinlich arbeiten. Diese Stempelkissen haben eine sehr simple Art und Weise, wie man sie aufeinander stapeln kann. Die haben hier so einen kleinen Nupsi, der wiederum in eine kleine Mulde hier eingeführt werden kann. Und somit kann man diese, wenn man es möchte, diese Stempelkissen übereinander stapeln und die fallen dann nicht gleich auseinander und das ist auch ganz schick so. Allerdings schön ist anders. Deswegen haben wir uns folgendes Bauteil ausgedacht. Ich würde dann gleich mal hier so mitten reinspringen. Und zwar, das ist unser neuer Halter für Stampin' Up Stempelkissen. So, das funktioniert ganz trivial. Das ist das Stempelkissen. Der Halter selbst hat hier Aussparung. Das kann man hier einführen und passt ganz wunderbar da rein. Und jetzt kann ich Stempelkissen für Stempelkissen hier einführen. So, ich drehe das mal so ein bisschen, damit man es ein bisschen besser sieht. Stempelkissen für Stempelkissen und kann wunderbar die so übereinander stapeln. So, ich halte das jetzt mal, mache das jetzt mal so weit. Klingt erstmal nicht besonders, aber das Besondere daran ist halt, dass wir eben eine unglaublich schöne Ordnung von Stempelkissen haben, die nämlich normalerweise, wenn sie gut vorbereitet sind, so wie das jetzt hier gerade nicht ist, hier, beziehungsweise ich habe es falsch rum reingemacht, hier dann auch noch die Farbe der Stempelkissen vorne anzeigt. So, jetzt muss ich es mal richtig rum reinmachen. Hätte ich auch gleich machen können. Okay, das soll genügen. Hier sehe ich sofort die Farben vor mir und kann mir dieses Stempelkissenhalter direkt vor mir auf den Tisch stellen. So, jetzt haben wir natürlich überlegt, wir haben
ein Stempelkissen jetzt maximal mit 10, ein Halter mit maximal 10 vorbereitet. Passt nicht so richtig in dieses Zahlenkonzept hinein. Deswegen sind wir dann im zweiten Schritt auf 15 gekommen. Jetzt nehme ich mal hier einen aus, mit anderer Farbe. Das ist jetzt in Schwarz. Jetzt habe ich hier ein schwarzes Modell, was ich im Übrigen super schick finde. Also ich verstehe mal gar nicht, warum die meisten immer weiß toll finden. Ich finde schwarz ganz toll. So, und diese beiden Stempelkissen lassen sich dann ganz wunderbar übereinander stapeln. So, ich halte das jetzt mal nur so zusammen, damit man das auch, dass man das auch schön sieht. Also hier der schwarze, darunter der graue in diesem Beispiel. Die kann man so direkt übereinander stapeln und hat somit einen Stapel am Ende des Tages von 15. So, den lege ich mal kurz beiseite, den Stempelturm, den ich jetzt gerade gemacht habe, und nehme jetzt mal einen weißen, um das mal ein bisschen genauer zu zeigen, wie dieser Stempelturm miteinander verbunden ist. Also, wir haben hier einmal, ich lege den jetzt hier mal so waagerecht hin, einmal diesen Zehner und einmal den Fünfer. Und dann haben wir zwei Verbindungselemente noch gestaltet. Einmal hier so eine Klammer, die dann um die beiden Schenkel hier drumherum geht. Und hier hinten nochmal richtig ein stabiles Element, was richtig mit Schrauben die beiden oberen Unterseite miteinander verschraubt. Auf der anderen Seite nochmal so eine Klammer. Das Ganze zusammen produziert ein sehr steifes Gebilde, wo man am Ende des Tages 15, ich denke das mal so, das sieht, glaube ich, so sieht man es ganz gut, 15 Stempelkissen übereinander gelagert werden können. So, soweit, so gut. Das, glaube ich, habe ich soweit ganz gut erzählt. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, später dann auch in den Kommentaren bitte in dem Video. So, jetzt will ich gleich mal zum nächsten Produkt springen. Stampin' Up! Hat ja in der Vergangenheit auch diese etwas älter anmutende Stempelkissen benutzt, die ja heute noch mit den Refills auch noch sehr viel benutzt werden. Warum soll man die auch wegschmeißen, wenn man die hat? Die haben viel Geld gekostet. Diese Teile, für diese Teile haben wir dann eine entsprechende Formate produziert. Das heißt, wir haben hier einen Stempelturm gemacht. Ich drehe das mal ein bisschen so, der eben genau die Form widerspiegelt, die diese alten, in Anführungszeichen, alten Stempelkissen von Stampin' Up! Hatten. So. Wenn ich das jetzt mal hier so waagerecht hinlege, so, ich nehme sie mal kurz raus, die kleinen Mittleren, so, dann seht ihr, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elemente nur haben. Das liegt schlicht daran, dass diese älteren Stempelkissen einfach sehr viel dicker waren als die neueren. Wenn man die mal so gegeneinander hält, dann kann man das sofort erkennen. Die sind sehr viel dicker ausgeführt. Ergonomisch eigentlich gar nicht schlecht. Die haben hier so eine schöne Kante, die kann man sehr schön anfassen. Aber dennoch, sie sind dicker. Und wenn man diese jetzt eben übereinander stapelt und ähnlichen Abstand voneinander haben möchte, dann hat man entweder, wenn man 10 haben möchte, einen sehr viel höheren Turm, oder man kann eben nur weniger davon darin unterbringen. Wir haben uns jetzt für die 8er Variante entschieden, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese in dem normalen Bastelzimmer eben auch unterbringbar sein müssen. Und wenn man die jetzt mal so gegeneinander hält, schaut mal, dann sieht man, dass das
Alte und das Neue fast auf den Millimeter gleich hoch ist. So, und das führt dazu, dass nämlich so ein altes Element kombiniert mit einem neuen, zum Beispiel mit so einem Fünfer, zum Schluss auch in einen Kallax hineinpasst. Das ist nämlich der Punkt dabei. Das heißt, die Gesamthöhe ist dann wieder die gleiche, aber mit dem kleinen Nachteil, dass wir eben nur 8 von diesen alten Stempelkissen unterbringen. Ein Tod muss man immer sterben. So. Soweit dazu. Jetzt will ich mal kurz ein bisschen aufräumen. So. Jetzt komme ich mal zu den nächsten, zu den Distress-Stempelkissen. Die sind, ja, sehen ja völlig anders aus. Die haben eine Form, die Stempelkissen selber sind sehr viel kleiner, haben hier so einen Deckel, ihr kennt das ja, das brauche ich euch nicht erklären, will ich auch gar nicht, habe keine Ahnung davon. Dieses Stempelkissen hat natürlich jetzt auch seine Heimat gefunden, und zwar in so einem kleinen Türmchen. So, und da funktioniert das wieder genau gleich. Wir haben immer das Stempelkissen selber und schieben das Kissen für Kissen dann hier hinein. Wir haben jetzt hier zu Demonstrationszwecken auch noch mal gleich nochmal vorne die Farbe angebracht. Ich fand das bei Stampin' Up deutlich besser gelöst, dass hier vorne dann auch wirklich ein kleiner Aufkleber auch gleich mitgeliefert wird, wo auch die Farbe drauf ist. Das ist leider bei diesen jetzt hier nicht so, fand ich nicht so toll, aber das hat jetzt was mit den Stempelkissen, nichts mit unseren Haltern zu tun. So, dieses ist jetzt wieder so, gleiche Teilung. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Elemente. So, die Höhe, die sich jetzt hieraus ergeben hat, wenn man das jetzt mal wieder mit den Stampin' Up vergleicht, ist ein klein wenig höher. Und zwar, hier kann man es vielleicht so jetzt erkennen. Ja, so kann man es erkennen. Diese Höhe von den Distress Oxide ist ein bisschen höher. Das hat jetzt ein bisschen den Hintergrund, dass wir gesagt haben, 10 von diesen Elementen sollte man auf jeden Fall unterbringen. Das war die eine Randbedingung. Die andere Randbedingung war aber auch, dass bei diesen Stempelkissen viele der Anwender hier unterhalb und an der Unterseite des Stempelkissens so ein kleines Schwämmchen anbringen. Und da haben wir von einer Anwenderin, der wir so etwas vorab zum Testen mal geschickt haben, einen super Hinweis bekommen, dass dieses Schwämmchen bitte echt darunter passen soll. Das bringt man hier drunter an. Okay, sehr gut. So, und wenn ich jetzt dieses dann hier reinmache und dann mit dem nächsten komme, dann möchte ich natürlich, dass das passt. Und das haben wir eben genau passend gemacht, dass eben das Schwämmchen, was hier auf der Unterseite, ich habe jetzt deswegen das hier bei diesem Schwarzen genommen, dass das eben so reinpasst, dass es mit dem darunterliegenden nicht kollidiert. Und genau so haben wir es gemacht und deswegen ist er ein klein wenig höher geworden, sonst hätte er in die gleiche Höhenteilung hineingepasst. Es gibt eine Kombinationsmöglichkeit, und zwar können wir ich nehme jetzt mal den alten, den nehme ich nicht, ich nehme mal den neuen, so. Ich hatte ja vorhin davon erzählt, dass wir hier diese Verbindungselemente haben, um einen Fünfer und einen Zehner miteinander zu verschrauben. Aber wir können auch, jetzt nehme ich mal diesen hier, wir haben einfach zu viele, das ist jetzt ein Zehnerturm. Wir können auch so einen Zehnerturm mit einem Distress-Turm miteinander verschrauben. Dafür gibt es ein besonderes Element,
Das passt auch nur einmal, ist mit Sicherheit eine Sonderanwendung, aber auch das will ich nicht unerwähnt lassen. Das wäre einfach ein Zehnerturm oder auch ein Fünferturm von Stampin' Up mit einem Zehnerturm von Distress Oxide miteinander verschrauben können. So, jetzt komme ich, räume ich mal ein bisschen auf, und jetzt komme ich mal noch zu einem echten Sonderthema. Das habe ich im Grunde genommen in diesen Elementen empfunden. Diese Stempelkissen, die sehen ja nun wirklich völlig anders aus als die normalen von Stampin' Up, die alten und die neuen und von Distress, sondern die haben jetzt wieder sogar so eine leicht ovale Form, die sich in so einem Turm relativ schlecht wieder unterbringen lassen. Dennoch ist es uns gelungen. Und deswegen haben wir auch für die Stason Stempelkissen so einen Turm gestaltet. Allerdings mit dem Nachteil, dass der sich in keiner Weise miteinander kombinieren lassen. Also wir können leider nicht realisieren, dass wir den Stason kombinieren mit einem Oxide oder mit einem Stampin' Up Turm. Ihr könnt auch ein bisschen daran erkennen, also funktionieren tut es alles genau gleich. Ihr könnt es auch daran auch erkennen an der Rückseite. Ich drehe das jetzt mal hier so auf die Rückseite. Wenn ihr jetzt mal so einen Oxide-Turm oder so einen Stason-Turm miteinander vergleiche, dann fällt euch sofort auf, dass wir hier Inserts, solche Einsätze eingearbeitet haben, die es uns erlauben, Dinge miteinander zu verschrauben. Diese Einsätze, diese Metalleinsätze erlauben das, uns hier hinten eine Schraube einzusetzen und einen Verbinder zu machen. Das ist bei den Stason-Türmen leider nicht möglich. Deswegen haben wir das hier auch einfach auch weggelassen. Jetzt will ich gleich mal noch mal ein bisschen auf die Mechanik von dem gesamten Turm noch mal kurz eingehen. Er sieht natürlich erstmal sehr filigran aus, ist er auch, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, er ist extrem stabil. Das liegt vor allem daran, dass wir hier Material verwendet haben, was sehr steif ist. Auf der anderen Seite, dass wir hier eine sehr feste Schraubverbindung haben. Das heißt, jedes Element hier, jeder Stab hier, ist wiederum mit der Oberplatte und der Unterplatte jeweils mit einer Schraube auch verbunden. Und in diese Verbindung geschieht genauso, wie sie hier auch zu sehen ist, offen zu sehen ist. Hier sind Einsätze drin, die es erlauben, richtig metallische Schrauben dort einzubringen, was eine sehr, sehr feste Verbindung produziert. Ja, das ist es eigentlich. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht auf ein ganz neues Produkt, von dem wir sehr überzeugt sind. Wir haben das in drei verschiedenen Farben zurzeit, in Weiß, in Schwarz und in Grau. Und dass ich Schwarz am tollsten finde, das habe ich schon gesagt, sage ich jetzt nochmal. Ich finde es einfach, sieht cool aus, weil ich habe ein weißes Gehäuse von dem Stempelkissen und habe einen schwarzen Turm und der jetzt hier einen wunderschönen Kontrast aus meiner Sicht produziert. Für die Anwender, die das dann später vielleicht auch mal kaufen, nur gleich hier am Rande ein kleiner Hinweis. Dieser Turm selber ist nicht symmetrisch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Turm so nehme und das Stempelkissen dort hinein versuche hineinzubringen, dann passt es nicht. Wenn ich es allerdings 180 Grad herumdrehe, passt es einmal. Das hat einen ganz simplen Grund. Ich hatte eingangs kurz erwähnt, dass diese Stempelkissen hier unten, so, die haben hier unten so einen kleinen Nupsi. Und dieser Nupsi führt dazu, dass dieses Stempelkissen nur richtig herum reinpasst. Das heißt, richtig herum heißt,
in einer Richtung. Probiert es einfach aus. Das ist ganz trivial. Das ist kein Fehler. Wenn ihr dann merkt, ihr kriegt das Stempelkissen nicht rein, ist es kein Produktionsfehler, sondern ihr braucht nur den Turm einmal rumdrehen und schon passt es. So, das war's. Und ich hoffe, ich habe vielleicht auf diese Art und Weise, so wie bei Selma auf dem Schreibtisch, ein bisschen mehr Ordnung produziert. Viel Spaß dabei. Tschüss.